Fertig, los. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Space. Ich bin der Baume und wir haben Großes vor. Ich will das heute noch durchspielen. 8:30 ist es mittlerweile. Gott, haben wir gerade viel gequatscht. Gespeichert haben wir. Der große Fettschwabbelwabbel wird uns schon nicht hinterherrennen. Es ist alles toll. Ich will mal das neue Gewehr ausprobieren. Hui. Kommt hier wieder irgendwelcher Scheiß um die Ecke? Mann, ey. Uah! Fuck! Willst du mich umbringen, Alter? Alter! Ich habe noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Sutro-Station ins Schiff eingedrungen ist. Von da an lief die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sich... Wäre, glaube ich, der Raketenwerfer echt nicht schlecht, aber das klappt doch gerade ganz gut. Oh, bin ich das letzte Mal einfach vorbeigerannt. Ah, fuck. Hässlichen. Oh Gott. Nein. Ich habe das Zielen vergessen. Matscht hier noch einer rum? Ah, okay, der schießt immer in Dreiersalven, verstehe. Deshalb hat er 3 Laservisiere. Ein Follow für Bartrasieren? Was? Was? Nein! Vergiss es! Wo kommst du her? Siehst aus, als würde ich mich rasieren. Okay, so viel zu der Waffe. Ich wechsle erstmal wieder zum Plasma-Katan. Müssen wir überhaupt hier hin? Ja, okay. Wir haben unsere Probe. Wir stecken die Probe da rein. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Können wir bitte alles... Finalmischung beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Das geht ja leicht. Aufgabe erfüllt. Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ja. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, Sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Das ist aber so nett von dir, dass wir Zeuge sein dürfen. Das ist ja... Meine Güte, ich bin ganz, ganz berührt innerlich, dass ich in deinem kranken Plan mal naschen darf. Toll, super. Töfte. Aber überleben darf ich trotzdem, okay? Und danach fackeln wir die Bude trotzdem ab. Das wäre schön. Warum ist er denn so geil darauf, die Menschheit zugrunde zu richten? Das macht da alles keinen Sinn. Ja, ich will das wirklich überschreiben. Der Timer ist, muss noch laufen. So, okay, Timer läuft. Läuft auch die Aufnahme wirklich? Ja, die Aufnahme läuft. Zack, zack. Ja, wir nehmen das alles mit. Alles mit. Was sagt eigentlich das Inventar? Ich finde es total geil, dass uns der Riesenfettklops nicht mehr hinterher rennt. Ja, noch 82 Schuss und von dem Plasma. So. Jetzt verstehen. Was? Mein Werk muss fortgesetzt werden. Wird fortgesetzt werden. Ich, Dr. Chalice Mercer, ja? Werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Schön. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren und ich werde ihre göttliche Pracht auf den ganzen Planeten verbreiten. Ja, aber warum hast du denn das Schiff dazu gebracht, dass es abstürzt? Fügen Sie sich dem Unausweichlichen. Oh Gott. Fetti McSpeckmann ist wieder da. Also kurz, ich will mal kurz deine Beine schärfen. Das ist sehr nett. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ist das hier ein Fahrstuhl? Soll ich den nehmen? Kann ich den nehmen? Oh Gott. Wo ist die Tür? Ah, da hinten. Alles klar. Du bist ja wieder da. Hey, lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. Was auch immer du vorhast. Ey, so gefällst du mir. Solange ich dich nicht umbringe, wachsen deine Beine nicht nach. Das ist gut.
Wollen wir nochmal kurz eine Runde drehen, damit ich da in Ruhe die Dinger zermanschen kann? Oh Gott, jetzt wachsen seine Beine wieder nach. Ich muss die Zeit nutzen. So, zip, zip. So, fühlt sich wie neu geboren, ne? Alles klar. Krieg ich erstmal wieder hin. Nach so einer Neugeburt muss man erstmal kurz Pause machen. Das ist ganz wichtig. Mein Herz. Ja, weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott. Kommt der Fette mir hier in den Raum hinterher? Kann er das? Das. Kann ich den da einsperren? Oh, Wahnsinn! Der kommt ja hier rein. Halt, 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 halt. Halt, halt, halt. Halt, halt, halt. Ich weiß, wie das funktioniert. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Als Einziger. Oh, warte kurz. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich muss hier rüber. Das kriegen wir hin. Dreh dich mal rum. Ich mach mal erstmal einen Arm ab. So, da bist du genau richtig. Okay, und jetzt laufen. Ich weiß, da sind noch ein paar von den Babys drin. Das ist mir jetzt gerade egal. Den Prozess starten. Haben wir's? Oh. Ja. Gefrierphase erfolgreich beendet. Patient wird transportiert. Mir einen Tipp für den Kampf geben. Nein, ich habe gewonnen. Es ist zu spät. Hoffentlich war das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ja, hoffentlich. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Oh, okay. Das ging fix. Warte mal, ist das der Weg, den ich gehen soll? Okay, dann gehen wir da nicht lang. Ich kann mich nochmal umschauen. So, du bist mal... Was, wer ist trainieren? Was trainierst du? Ach so, habe ich schon tausendmal gefragt. Viel Spaß, viel Spaß. Was? Come on, TV. Come on, ich komme auf meinem TV. Du kommst auf deinem TV? Ich weiß nicht. Wir werden uns abwechseln, oder? Auf jeden Fall haben wir Spaß. Vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen in der bekloppbärtigen, leicht übermüdeten Runde mit etwas zitternden Händen, weil ich habe gerade eben diesen... Joink, ich habe es ist weg. Oh, ich bin heavy. Oh. Phew. Okay, kein Kaffee mehr bei Spielen, die Adrenalin brauchen. Das ist keine gute Mischung. Kein Kaffee mehr bei Spielen, die Adrenalin brauchen. Habe ich hier noch was übersehen? Lass mich nochmal in die Ecke gucken. Hui, BLPTV. Hey, jetzt followst du mir auch hier. Sehr schön, dankeschön. Vielen lieben Dank. Weißt ja Bescheid, ne? Kennst du ja schon aus. Jeden Montag, 19 Uhr und so. Da muss ich nichts sagen. Oh, Evil Rose, oh Mann, in Ohnmacht Fall, weil der Witz so scheiße war. Welcher Witz so scheiße? I am your hero. Dankeschön, vielen Dank. Ich hab einen Hero, yay. Danke für den Follow. Woo, es geht ab. Ja, kleinere Monorail-Station. Yippie. Oh, Ruhe, ein Ort der Ruhe und Entspannung. Oh, shit. Wäh. Das, hallo? Was matscht hier rum? Am Ort der Ruhe und Entspannung hat nichts rumzumatschen. Das ist also eine kleinere Monorail, weil es hier keinen Shop gibt, okay? Okay, komme ich drauf klar. So, spiel jetzt mit der anderen Mietsbaume. Viel Spaß beim an der Miets rumspielen, Schokokeks. Kapitel 5 abgeschlossen. Tödliche Hingabe. Oh. Seid ihr auch so gespannt auf den großen Plan, den er hat? Puh. Ich hoffe, der Fleischklops kommt niemals wieder. Sind wir schon da? Ja, das geht ja immer wieder schnell hier. So, kriege ich den Funkspruch rein? Komm, jumpscare mich. Ich weiß doch, dass gleich einer kommt. Logbuch der Hydrostation, Dr. Elizabeth Cross.
Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Captain hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Das Spiel hat 12 Kapitel. 12? Du trollst mich doch. Du bist doch einer von den Trollowern. Guck mal, wie er noch wippt. Wupp, 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 wupp. Dubstep-Leiche. Wupp, wupp, wupp. Muss ich hier lang? Natürlich nicht. Das erste Klo, auf dem die Leichen gestapelt werden. Ich mach die mal alle platt. Nur so zur Sicherheit. Leichen haben hier die Angewohnheit aufzustehen. Das sollte ihnen schwerfallen ohne Beine. Da bin ich lieber gründlich. Zack. Zack. Moschen, moschen, moschen. Uah, fuck. Euch habe ich aber nicht bestellt. Oh, wenn man zielen könnte, ja, das wäre super. War's das schon? Wieso wohnt hier im Klo? Es gibt so viele Stellen, wo man hier leben könnte. Die Decke, das Waschbecken. Warum nicht im Waschbecken? Warum im Klo? Was ist denn da Leckeres? Was manche Leute alles versuchen wegzuspülen, ne? Das sind bestimmt die Fische, die man dann als Kind weggespült hat. Die kommen dann als Nekromorph wieder aus dem Klo raus, ja. Von wegen, in der Kanalisation gibt's Krokodile. Nein, tust du nicht, das ist dein Ernst. Echt, 12 Kapitel? Dann müssen die letzten 6 aber bitte ziemlich schnell sein. Sonst schaffen wir das heute noch nie. Alter Schwede. Puh. Das sieht aus, als ob da noch wer rauskommen möchte. Das ist doch nicht ohne Grund verstopft. Denken wir nicht drüber nach. Lalalala. Haben wir noch ein kleines Medikit? Oh, hier drin sieht es so ungewohnt sauber aus. Ja, wir haben noch ein kleines. Schön, das nehme ich jetzt mal. Ich brauche dringend einen Shop. Wir müssen Medikits irgendwie rankriegen. Ich habe so viele verplempert. So viele verkauft. Ja, ich wusste es ja nicht besser. Uff, das kann dauern. Da sagst du was, Ivy. Da sagst du was. Morgengrau. Vielen Dank für deinen Host. Das ist eine nette Art, guten Morgen zu sagen. Schön. Wir sind jetzt schon bei 19 Channeln, die mich hosten. Das ist super. Ihr seid total Banane. Ist das schön. Auch schön. Ah. Es ist Wasser. Versorgungsphase eingeleitet. Danke, danke. Ein Schema. Was für ein Schema? Energie für Laserkanone. Hatten wir das nicht schon? Ich hätte schwören können, das hätten wir schon gehabt. Oder hatten wir Energie für was anderes? Nicht für die Laser, sondern für eine andere Kanone. Ich weiß es nicht. Morgengrau, bist ein bisschen spät dran, ne? Ist bei mir schon... Boah, Mittagsatomschlag. Aber Mittagsatomschlag ist ein gefährlicher Name. Das könnte man falsch verstehen. Hey, dich kenne ich. Kann ich auch. Wie schön, Sie lebendig zu sehen. Ja. Du siehst kacke aus. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager, aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Ich darf jetzt gehen. Geile Nudel! Guten Morgen. Schön, dass ich gerade gegähnt habe. Ich finde das toll, dass die hier Werbung für ihre Früchte machen. Irgendwie. Auf dem Schiff. Und du, ja, beruhig dich mal. Ist ein Kürbis oder so. Keine Ahnung.
Oder eine Wassermelone. Wassermelonen sind so langweilige Früchte. Echt. Komm, lass mal was essen, was total einem alles die Fresse voll klebt und nach fast gar nichts schmeckt. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Lecker, yummy, yummy. Was ist denn hier gezüchtet? Das macht Geräusche. Sowas sollte keine Geräusche machen. Ich trampel. Da sollen wir hin. Dann gehe ich natürlich erstmal hier hin. Wo geht's da hin? Obst. Obst. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammond noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Ja, das hast du uns schon gesagt, dass du ihm misstraust. Dead Space steht oben in der Überschrift. Was? Wer fragt, was das für ein Spiel ist? Ist Dead Space. Geile Nudel fragt. Ach so. Uptime. Das Command gibt's nicht. Aber ich bin online seit gestern Abend 18 Uhr. Und das ziehe ich noch bis heute 18 Uhr durch. Ich kann dir nicht sagen, was Nudel falsch ist. Das ist ein Special für meine 250 Abonnenten. Ich hoffe, die wissen das zu schätzen. Liebe YouTuber, wir haben es übrigens 10 vor 9 morgens. Elizabeth, sicherlich wissen Sie bereits von den organischen Wucherungen, die in einigen Teilen des Schiffes aufgetreten sind. Ich habe die Substanzen untersucht und dachte, das Ergebnis könnte Sie interessieren. Die Zellen ähneln am ehesten denen von Bakterien mit viralem Verhalten. Bakterien mit viralem Verhalten? Das ist lustig. Wie bei Bakterien infiziert der Organismus andere Zellen durch Osmose, mutiert dann und reproduziert sich in Agamogonie. Erstaunlich hierbei ist die Geschwindigkeit, mit der die Substanz wächst. Ein einzelnes Bakterium produziert sich in nur einer Minute bis zu 20 Mal. Etwas Vergleichbares ist mir noch nicht untergekommen. Ich würde meinen Ruf nicht darauf verwetten, aber ich möchte meinen, dass wir es hier mit einer echten außerirdischen Lebensform zu tun haben. Professor Harvey glaubt, es könnte ein Habitat-Transformer sein. Habit-Transformer. Die Menge an Gasausdünstungen sind enorm, warum es auch so übel riecht. Aber zu welchem Zweck es dienen könnte, wissen wir einfach nicht. Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Heinrich. Danke, Heinrich. Das will uns umbringen. Das will einfach so viel Pampe in die Luft. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Da gehen wir später hin. Also, wenn da schon so ein Typ an der Wand hängt und die Arme nach uns ausstreckt, da sage ich lieber tschüss. Scheiße. Ich speichere erstmal eine Runde. Kapitel 6. Echt, es gibt 12 Kapitel. Oh, ey, bis wir hier durch sind, schmanscht doch das ganze Schiff zu mit dieser Glibberpampe. Wenn wir die jetzt nicht bald beseitigt kriegen. Da ist ein Shop. Ich guck mal in den Shop. Zuallererst haben wir Tünnef, den wir verkaufen können. Energielaserkanone, dankeschön. Wir könnten eine Laserkanone kaufen. Wir könnten aber auch unseren Dingsbums ein bisschen aufpimpen. Oder wir pimpen beide parallel auf. Oder unseren Anzug. Ich weiß es nicht. Impulsprojektil, Impuls, Plasma. Das behalten wir alles. Groß- und mittleres Medipack. Ansonsten haben wir eigentlich nur den Stuff, den wir brauchen. Ich hol mal noch ein mittleres Medikit. Man weiß ja nie. Mittel. 3 Knoten haben wir. Ah, noch ein mittleres Medikit. Fühlt sich gut an. Laser. Jetzt schon? Ich weiß ja nicht. Dann ist die ganze schöne Kohle weg. Ich habe lieber erstmal noch ein Medikit dabei, als... Aber ich, wenn wir nochmal hier vorbeikommen, werde ich auf jeden Fall den Laser holen. Okay, Poseidon. Okay, danke. Warte, Herr Baume. Haben Sie meinen Warnhinweis gelesen? Already? Wann hat es nur den geschrieben? Already? Chat? Warnhinweis? Wo... Kannst du den nochmal wiederholen, already? Ach da. Koffein und Adrenalin ist gleich explosive Mischung, welche bei 36,5 Grad schlagartig den Körper in ein Schockstadium versetzen kann. Meinst du den Warnhinweis? Das ist, ja. Habe ich schon gemerkt. Danke. Ich sollte langsam das Fenster zumachen. Jetzt wird's doch etwas unangenehm, die Luft, die hier reinkommt. Ja, Tür auf! Oh, geil. Können wir das bitte lassen? Oh nein.
Muss ich das timen? Muss ich das timen? Das muss ich doch bestimmt timen, oder? Muss ich nicht timen? Komm, geht's nochmal an? Schön, dass du mich noch vorher warnst. Das ist echt nett. Was bist denn du für ein Zimmer? Hier sind noch Kisten rot. Das heißt, wir werden die später öffnen müssen. Das heißt, wir werden hier nochmal vorbeikommen. Finde ich gar nicht gut. Warum besprüht ihr das hier alles mit Scheiße? Das ist nicht okay. Eine Werkbank. Okay. Was können wir denn werkeln? Was kann denn unser Militärgewehr? Was können wir denn da reinwurschen? Mehr Kapazität, mehr Schaden, Schaden und noch mehr Kapazität und mehr Schaden. Das klingt doch schon mal geil. Aber wenn wir Schaden haben wollen, dann nehmen wir dann doch lieber das Laserding. Also würde ich eher die Kapazität erhöhen. Wir haben 3 Knoten. Einen will ich mal aufheben, da würden wir bis hier hinkommen. Was macht denn unser Rick? 2 Punkte ausgeben für Trefferpunkte. Auf jeden Fall mehr HP. Finde ich jetzt wichtig, da frage ich euch gar nicht erst. Das ist, ich mache mich zum Tank. Ja? Gut. Dürfte man, glaube ich, verstehen. Ist, glaube ich, auch nicht so falsch investiert. Es ist immer gut, da so einen Puffer zu haben. Ah. Geht das Ding jetzt an? Ich warte noch eine Weile. Okay. Okay, hier ist versperrt. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Aufzug, alles klar. Locker flockig. Der Fibo, guten Morgen. Guten Morgen, Fibo. Na, gut geschlafen? Ich nicht. Aber auch nicht schlecht geschlafen. Hey! Es ist so geil. 2 Schüsse. Der erste fällt ihn, der zweite killt ihn. Ich liebe unseren Plasma-Cutter. Besser als jetzt wird er leider nicht mehr werden. Oh. Aber das muss reichen. Was ist eigentlich, was wollen wir hier überhaupt? Warte nochmal kurz. Wir wollen irgendwas vergiften. Find nach wie vor albern, dass die Lebensanzeige am Rücken ist. Kauf dir einen Spiegelbaume, damit du weißt, wie es dir geht. Aber wenn die vorne wäre, Evie, dann könnte ich die doch gar nicht sehen. Das ist so... Du findest aber auch immer Dinge ins Spiel. Ich will mal kurz unser aktuelles Missionsziel lesen. Hammond meint, die Necromorphs haben einen Teil der Crew in so etwas wie Giftkapseln verwandelt, die jetzt die Luft kontaminieren. Ich muss sie finden und zerstören. Haben wir denn Granaten oder sowas? Ach guck, da vorne liegt tatsächlich sowas rum wie eine Granate. Ah, okay. I see. Die Luft ist voll mit Sporenzeugs. Aber hier sieht doch alles noch ganz sauber aus. Da war die andere Seite ein bisschen zugewucherter. Immerhin 5 Stunden geschlafen? Na, das ist doch was. Ich tendiere ja dazu, so am Wochenende mindestens 10 Stunden zu schlafen. Oh, Muni! Geil, geil. Was ist das? Sind das Grabsteine? Nee, das ist Belüftung. Warum moost das denn so zu hier alles? Ist ja irre. Das geht ja voll auf Wuchertour hier, das ganze Gewächshaus. Oder ist das Absicht? Pause für euch. Da. Oh Gott. Ungünstig, fick dich. Pause für euch. Pause. Danke. Boah, ich muss erstmal ein bisschen auf Abstand kommen. Oh, ganz ungünstig. Leben. Ich brauch Leben. Jetzt geht hier auf einmal alles apeshit. Ich krieg den Hals nicht voll. Alter. Bitte. Feierabend. Noch mehr von den Viechern. So, du legst hin. Du hörst auf Schießen. Du olle Kackratze. Boah, hier wird nicht gerannt. Auf dem Gang wird nicht gerannt. Okay, alles cool. Holy moly. Mehr Leben. Okay. Unser Leben hat ein gutes Maß. Ist gut, dass wir mittlerweile da die 2 Punkte reingesteckt haben. Ganz ehrlich, ich glaube, es hätte auch anders ausgehen können, diese Stelle gerade. Hätten wir unser Rig nicht ein wenig geupdatet. Oh Mann.
Was sagt die Muni? 20 in der Pistole und wir haben noch ordentlich was in der Tasche und wir haben noch ein großes und ein richtig großes Medikit. Okay, ich hätte mir so ein Brennkanister schnappen sollen, der wäre jetzt voll gut gekommen, ey. Und dass hier noch ein paar Kisten zu sind, finde ich echt kegge. Isaac, schnauf nicht so. Das klingt ja komisch. Guck mal, hier geht's rein. Wollen wir da rein? Uah, fuck, Mann! Und bleib da! Benimm dich! Benimm dich, Schelle! Ich weiß, das ist eine Schelle, verteilt man nicht mit dem Fuß, das ist Quatsch. Aber apropos Fuß. Ja, wie jetzt? So haben wir nicht gewettet. Ich dachte, Pistole ist eine internationale. Hier gibt's Vögel? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Hier schnattern ja Vögel los. Hier hat doch irgendwer noch Verstopfungen, das höre ich doch. Wir machen die Tür einfach zu. Kommt der hier rein? Die Musik macht mir ein bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. Plasma Katamuni. Wer sieht schon seine Lebensanzeige? Stimmt, das ist ein Punkt, Schwarzjo. Voll geil, ich hab jetzt gleich so einen Charakter, als du auch warst. Nicht du. Nicht du und deine komischen kleinen Freunde. Lebst du noch? Das will ich wohl nicht hoffen. Oh Gott, natürlich, natürlich kommen die jetzt raus. Aber dafür hab ich ja den hier. Ja, ihr habt Spaß, ne? Macht ein bisschen auf Bälle. Alter, jetzt schleppt mich den Fetten hier ran und nimmt den als Schild. Das ist voll scheiße von euch. Kann die Tür euch zermanschen? Ich will's gar nicht erst wissen. Ich mache euch einfach so weg. Guten Morgen, Herr Baumo und Chat. Guten Morgen, Herr Selevat. Servelat, Entschuldigung. Servelat heißt das doch. Hm. Hast du Rincewind gelesen oder wie? Nein, das war gar nicht Rincewind. Irgendein Scheibenweltroman mit den alten Säcken und mit dem Herrn Zervelatwurst. Hast du daher deinen Namen? Du hast da was. Du hast da einen Stiefel. Okay. Das war's. Wir haben den Typen gefunden. Ach, warte halt. Ja, hier ist bestimmt noch einer. Was hat denn jetzt die meiste Muni? Das Ding hier verballert die Muni so unglaublich schnell. Dann nehme ich lieber wieder den Plasma-Cutter. Der ist so eine Art Präzisionswaffe, finde ich. Damit teilen wir uns ganz gut hier. Okay, das sieht aus, als ob hier noch ein paar von diesen Gas-Onkels sitzen. Ach, das war das Buch der Gegengewichtskontinent. Alles klar. Wird die Luft besser, wenn ich dich kille? Oh, wie schön. Das ist toll. Dankeschön. Ich meine, tut mir leid, dass ich dich so wegschrote, aber ich glaube, du hättest das auch... Hallo? Was höre ich denn hier? Ist das hier im Raum? Das wird schon nicht hier im Raum sein. Ach, oh, wow. Das wird schon nicht hier im Raum sein, ne? Alles klar, das ist schon nicht im Raum. Ja. Alter. Ja, ist gut da draußen. Mach nicht so laut, ey. Ich krieg gleich die Polizei, weil jetzt hier die Schluss ist oder was. Was ist das? Ihr Hässlichen. Mach dich mal auf. Gut. Gut. Das ist immer mein Anmachspruch. Mach dich mal auf. Der hat noch nie funktioniert. Warum nur? Oh, Fahrstuhl fahren, alles klar. Ich glaube, die Räume haben wir alle abgeklappert. Sehr viel mehr gibt's hier nicht. Oder? Ist da hinten noch was? Nee, hier war ich schon. Oder? Ja, hier war ich schon.
Alles klar. Streng nach dem Motto looten und leveln, um zu überleben. Und überleben. Looten und leveln, ja. Und immer nach hinten gucken. Was? Wir sind auf Ebene... Ach, wir sind schon ganz unten. Wo wollen wir denn hin? In welches Geschoss? Wir wollen... Sehe ich das... Oh Gott, diese Karte ist so kacke. Eins nach oben. Okay. Stup. Achtung, bei der Frank ist da. Hallo, Ein zuständiger Techniker wurde informiert. Ja, ich bin der zuständige Techniker, aber danke. Eine Speicherung würde mich freuen. Freunde, kann man hier speichern? Ich würde gern speichern. Dahin? Ne, gehe ich erstmal dahin. Ich bin so anti. Zutritt nur für... Ja. Zutritt nur für Baume. Kannst da gleich hinschreiben. Oder kein Zutritt für eklig stinkende Aliens. Das könnte auch ein... Speicherpunkt! Okay, wenn hier ein Speicherpunkt ist, wird uns die Story hier nochmal vorbeiführen. Tödliche Hingabe wird überspeichert. Ich mache hier einen kleinen Cut rein für die YouTube-Freunde. Das ist immer ganz gut, an einem Speicherpunkt zu speichern. Weil woanders geht's ja nicht. Nein, die Folge an einem Speicherpunkt zu beenden. Sollte irgendwas dazwischen kommen, zum Beispiel ein Bluescreen. Und jetzt habe ich es ausgesprochen, jetzt muss ich ganz schnell die Folge beenden, damit ich die im Kasten habe. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst mir positives Feedback da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, werdet ihr es wahrscheinlich gar nicht bis zu Ende geguckt haben. Und dann werdet ihr den Satz eh nicht hören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio.